Moin Leute, ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal darum, so eine Edelstahlklingel einzubauen. Und ich habe hier so ein schönes Modell von Gira, ist eigentlich so mein Lieblingsding. Aber ich habe bis jetzt auch erst einen Typ Klingel verbaut. Die andere habe ich verbauen lassen von Ritto. Und die soll hier rein. Und ja, jetzt fragt ihr euch sicherlich, warum mache ich das wieder selber? Warum lasse ich es nicht den Elektriker machen? Ich habe da so ein bisschen meine Bedenken. Wahrscheinlich stehe ich mir selbst im Weg, aber ihr seht ja schon wieder, die Kabeldurchführung und die alten Klingeln so weit auseinander. Ich habe hier auf jeden Fall am Ende irgendwo einen Spalt, der sichtbar ist. Und da ärgere ich mich schon wieder, wo ich mir denke, warum hat er denn die Kabel nicht so runtergeführt, dass man das einfach schön alles hier verdecken kann. Naja, mache ich jetzt wieder. Ihr seht, das ist eine Unterputzklingel. Hätte ich im Nachhinein eigentlich auch eher eine Aufputzklingel nehmen sollen. Habe ich alles nicht so bedacht. Und ja, deswegen legen wir mal los. So, der Ausschnitt ist gemacht. Und ja, liebe Leute von Gira, ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Diese Unterputzdose oder wie man das auch mal nennen möchte, der hat hier eigentlich so vorgestanzte Öffnungen, wo man die Kabel durchschieben könnte. Aber die sind so fest, dass ich, ich habe es einfach aufgeflext, die Kanten hier ein bisschen glatt gefeilt. Und ja, jetzt passt das hier ziemlich genau rein. Natürlich kommen die Kabel dann gleich da durch. Ja. So, jetzt habe ich hier meinen Tiefengrund und den kaufe ich hier immer im T-Docs. Kostet, glaube ich, 30 Euro für 10 Liter. Der riecht so und sieht ganz genauso aus wie der vom PCI. Der kostet dann allerdings in der gleichen Größenordnung 70 Euro. Und ja, jetzt bereite ich das hier mal so ein bisschen vor. Ja, einfach damit das Zeug hier gleich besser hält. Wenn ich das hier einputze, grundiere ich das hier einmal so ein bisschen. Ich sprühe das jetzt hier nicht ein, weil sonst läuft mir die Suppe hier runter und dann sehe ich das hinterher, wenn das hier alles sauber ist. Das soll ja nicht sein, ne? So, das ist jetzt hier alles schön grundiert. Ja, hier ist mir ein bisschen was runtergelaufen, das sollte eigentlich nicht so sein. Und ja, für die, die nicht wissen, wofür das gut ist, ich habe jetzt hier gearbeitet, deswegen ist ja alles staubig. Und wenn ich das jetzt hier mit Mörtel einputze, dann besteht natürlich die Gefahr, dass das wie in so einer Backform, die mit Mehl ausgestreut wurde, nicht haftet, ne? Und ja, deshalb macht man die Grundierung rein, die zieht dann in die Oberfläche ein und sorgt dafür, dass der Untergrund tragfähig wird. Also diese kleine Staubschicht, die hier vielleicht hier noch da übergeblieben ist, die, also ja, wie sagt man, das verfestigt dann das Material an der Oberfläche, ne? Und ja, ist noch nicht ganz trocken hier, aber wenn hier noch so kleine Krümmelchen sind, die sind dann eigentlich in der Regel fest. Gut, hier ist hier noch was rausgefallen. Aber wenn man so über eine Wand geht, dann hat man halt staubige Hände, ne? Sieht man jetzt hier wahrscheinlich nicht. Und hier ist es dann trocken. Das fühlt sich dann auch ein bisschen rauer an als vorher. Ja, ich hoffe mal, dass es verständlich genug ist. Ja, was ich ja so gut finde an diesen neuen Klingelanlagen, die haben alle ein Bussystem, also so nennt sich das im Prinzip. Also Zweidrahtbus findet ihr da wahrscheinlich auch mal die Bezeichnung. Da hat man dann einfach ein Netzteil. Netzteil hast du sowieso eigentlich immer bei der Klingel irgendwo im Sicherungskasten. Und es reichen eigentlich zwei Drähte. Und deswegen kannst du das eigentlich relativ einfach überall nachrüsten. Weil bei den alten Klingelanlagen sind ja auch oft mehrdrähtige Leitungen verlegt. Und wenn da irgendwo mal eine Leitung angebohrt wurde, ja, findet sich dann meistens immer noch irgendwie eine Möglichkeit, zwei von den vorhandenen Drähten, also meistens, ich glaube, fünfadrig oder so sind die irgendwie, glaube ich, immer gewesen, dass man immer noch zwei Drähte nutzen kann. Und dann kann man eigentlich immer noch so einen Zweidrahtbus nachrüsten. Das ist eigentlich total praktisch, weil im Prinzip brauchen nur zwei Leitungen vom Netzteil zur Tür gehen, beziehungsweise in die ganzen Wohnungen. Und dann von dem hier muss nochmal einer separat zur Tür gehen für den Türöffner. So meinte ich das. Aber im Prinzip reicht es wirklich von allen einmal durchschleifen. Also wirklich
Ne? Du kannst es dazwischen schalten und das ist ja dieses Skyline, so ein Bussystem, das kann dann darüber erkennen, welche Klingel ist für welche, ja, für welche Wohnung. Das muss man dann natürlich einmal programmieren. Und dann läuft das eigentlich, ja, ich sag jetzt mal ein bisschen vereinfacht gesagt, wie bei so einem Internetleitung, weißt du, da hat ja auch nicht, ist auch nicht jedes Haus mit jedem verknüpft, sondern alles über den Knotenpunkt. Das läuft dann hier über diese Zentrale, über das Netzteil. Und darüber wird dann alles programmiert. Ja, so sieht das aus. So, ich werde das jetzt mal installieren hier und ihr könnt zugucken. Leute, ich bin echt begeistert. Ich habe es tatsächlich hingekriegt, dass es zumindest auf den ersten Blick wirklich auf den Millimeter genau passt. Ich habe oben das Loch, wo das Kabel rauskam, ne, das ist jetzt quasi genau verdeckt und unten, wo die untere Klingel war, das ist auch verdeckt. Also, es läuft. Jetzt geht es ans Programmieren. Das ist eigentlich relativ einfach. Ich muss nur mal in die Anleitung reingucken. Und ich muss auch sagen, also Gira, liebe Leute von Gira, ich bin wirklich sehr, sehr, wie sagt man, ich mag eure Produkte, aber die Anleitung, ne? Also ich wusste ja jetzt, wie es geht, ja? Ich dachte, komm, guckst du mal zur Sicherheit nochmal in die Anleitung, weil ich habe so eine Anlage ja schon einmal verbaut. Und ich muss sagen, die Anleitung hat mich mehr verwirrt, als wenn ich es einfach ohne die Anleitung aufgebaut hätte. Weil, ja. Ja, ich meine, im Prinzip ist es eigentlich irgendwo alles logisch so, ne? Aber da denke ich mir, wenn ihr schon so eine Anleitung macht, wo wirklich schöne Bilder drin sind, wo man auch gut, alles gut erkennen kann, dann ja, ein paar mehr Hinweise wären nicht schlecht gewesen, aber insgesamt das Ergebnis ist mega gut. Und ja, jetzt geht es noch an die Programmierung. Und dazu muss man eigentlich nur die Programmierung unten einstellen. Also da kann ich jetzt euch eigentlich auch nicht so viel zeigen. In Programmiermodus gehen. Dann muss man, glaube ich, einmal die ganzen Wohnungen alle abgehen. Nee, Moment, ich guck noch mal nach. So, ich bin jetzt noch mal in den Keller gegangen und jetzt müssen wir das Ding hier erstmal in den Programmiermodus versetzen. Dafür drücke ich jetzt einfach mal für 3 Sekunden hier drauf. Jo, das blinkt. So, dann heißt es, jetzt muss ich im Prinzip der Reihenfolge nach die Klingeln drücken, wie ich sie in den Wohnungen bestätige. Aber wir machen das jetzt erstmal nur mit einer Wohnung hier testweise. Deswegen erstmal Erdgeschoss. It was at this moment that he knew. He fucked up. Passiert nichts. So, ich musste eine kleine Zwangspause einlegen. Ich war eine Woche im Urlaub. Es geht weiter. Die Klingel geht. Ich habe die Kamera nämlich vergessen mitzunehmen. Ich habe jetzt alles programmiert und ich zeige euch jetzt nochmal, wie das genau im Detail funktioniert. Ja, lasst euch nicht von der Optik lasst euch hier nicht von der Optik irritieren. Das ist ja alles nur provisorisch, weil ich das ja eigentlich nur mal testen wollte. Aber am Ende habe ich es dann doch komplett gemacht und jetzt muss ich es nur noch schön machen. Ja, auf jeden Fall. Ich muss hier einfach nur auf diese Systemprogrammierungstaste 3 Sekunden gedrückt halten. Und dann muss ich im Prinzip alle Klingeln einmal drücken in der Reihenfolge, wie die Wohnungen angeordnet sind, beziehungsweise so, wie ich sie am Ende ablaufen will. Also man drückt da einfach lange drauf, dann gibt es einen Quittierton, dann drücke ich die nächste Taste und so weiter. Ja, und dann muss ich nach und nach die Wohnungen ablaufen und da im Prinzip auch in der gleichen Reihenfolge bestätigen und danach weiß die Anlage, welcher Knopf an der Klingel zu welcher Wohnung gehört. Ja, das ist eigentlich bei einem Mehrfamilienhaus relativ einfach, ne? Dann geht man halt einfach von Wohnung zu Wohnung. Und was, also ist ja keine Werbung hier, aber ich muss sagen, das hat sich Gera wirklich gut überlegt. Es kann ja auch sein, dass man keinen Zugang zur Wohnung hat, also zum Beispiel, weil man die Klingelanlage nachrüstet und es gibt schon irgendwie was Vorhandenes. Dann kann man das tatsächlich sogar von außen programmieren, indem man einfach auf den Taster drückt von der Klingel. Also ich sag mal hier, wenn man hier außen von der einfach außen drauf drückt, ne, dann kann man das im Prinzip auch machen. Also beziehungsweise man muss es, glaube ich, lange drücken und dann gibt es so einen Quittierton. Ja, eigentlich richtig, richtig gut. Und klar, ich muss das jetzt hier noch schön machen. Und ich habe mir richtig Sorgen gemacht, weil ich dachte, ja, Kacke, wie kriege ich das denn hin?
dass ich auch einen Außentaster habe, aber das haben die Elektriker tatsächlich alles hier gut verlegt. Ja, ein bisschen was haben sie auch gut gemacht, wobei ich mich ja wirklich sehr, sehr viel geärgert habe. Ich habe das ja bei der Instagram-Story schon mal erwähnt. Also wir haben ja hier drei Wohnungen und normalerweise, also das ist ja ein Bussystem, also das heißt, man könnte eigentlich wirklich alle Wohnungen und den Trafo mit nur einer einzigen Leitung verbinden, indem man die einfach durchschleift, ne? Also von einmal überall hin. Aber jetzt ist es so, dass unten am Trafo drei Leitungen ankommen. Und dann denke ich mir so, ja, wie sinnlos ist das denn eigentlich? Ja, aber haben die halt so gemacht. Und für die Erdgeschosswohnung habe ich ganz lange das Kabel nicht gefunden, weil das eben nicht bei den anderen hing. Das hing dann am Ende im Prinzip in der Erdgeschosswohnung in der Abstellkammer, also ganz, ganz woanders. Da musste ich das dann von der Abstellkammer nochmal, also das haben die schon lange noch gelassen. Also die wussten, was die da machen, aber ja, der Kontakt ist im Prinzip zu den Elektrikern abgebrochen. Und seitdem habe ich ja nichts von denen gehört. Und die Elektriker haben ja auch hier im Prinzip im Flur die Zuleitung für den Strom vergessen. Also der Flur war komplett isoliert von den anderen Räumen, was den Strom angeht. Und dann musste ich ja ein Loch bohren durch die Wand von der Einsteckdose, also von dem Lichtschalter zur Steckdose dahinter. Das war ja auch so ein Himmelfahrtskommando, hat ja noch geklappt. Aber eigentlich soll es ja hier um die Klingel gehen, ne? Ja, also ist dann im Prinzip alles angeschlossen worden. Also habe ich dann alles hingekriegt und läuft jetzt auch. Und was ich noch richtig cool finde, ist bei der Klingel Gira, ja, ich weiß nicht, ich bin vielleicht so Fanboy oder so, aber gibt auch, glaube ich, noch sicherlich gute andere Hersteller. Vielleicht haben die das auch, aber Gira hat so einen Beschriftungsservice. Also da ist so ein Gutschein bei gewesen. Bei der Klingel kann ich dann auf die Seite gehen bei Gira und dann die Klingelschilder bestellen und dann kriege ich wirklich hochprofessionell. Ja, also nicht nur mit einem Beschriftungsgerät, sondern das ist dann wie auf so einem Pergamentpapier, dass das so richtig schön durchscheint und dann so mit Laserdrucker ja, gefertigt. Also ich habe ja die Klingel bei mir zu Hause, hab ich die im privaten Gebrauch und in einem anderen Mehrfamilienhaus habe ich die auch und jetzt hier halt in dem Haus von meiner Frau haben wir die auch. Wobei, ja, das ist alles schon relativ teuer. Also ich würde wahrscheinlich, ja, in dem Haus in Dortmund habe ich eine andere Klingel genommen, da habe ich eine von Ritto genommen, die war ein bisschen günstiger und nicht so hochwertig aus Edelstahl, sondern alles aus Kunststoff. Aber nichtsdestotrotz, ja, bin ich echt sehr, sehr glücklich mit der Klingel. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und ja, also im Prinzip kann man jetzt wieder fragen, ja, warum hast du das jetzt wieder alles selber gemacht? Frage ich mich natürlich auch manchmal. Aber in dem Fall war es wieder so, dass wir wieder so halb angefangen hätten, sich jetzt die neuen Elektriker hier dran gemacht, dann wäre das, glaube ich, echt extrem teuer geworden. Und die hätten das wahrscheinlich auch nicht gefunden, das Kabel. Beziehungsweise hätten dann gesagt, ja gut, dann müssen wir jetzt eben die Wand aufmachen und da wieder verlegen. Dann hätten wir wieder die Tapete da neu machen müssen und so. Alles richtig, richtig ärgerlich. Also von daher war das jetzt mal ganz okay. Und ich habe mir ja eigentlich auch gesagt, ich mache jetzt diese Baustelle hier noch fertig. Weil hier sind einfach eine Million Sachen angefangen. Und wenn ich da jetzt irgendjemanden dran lasse, dann ja, wird das nur Kraut und Rüben und am Ende, wenn irgendwas schief geht, dann wird es immer heißen, ja, der Fehler war schon, beziehungsweise das war die Vorarbeit, die war falsch. Das ist immer so dann, ne? Und das will ich jetzt einfach vermeiden. Wir haben jetzt hier schon so viel Zeit und Geld reingesteckt. Jetzt kann ich das auch noch eben zu Ende machen. Eben ist gut, ich glaube, seit 3 Jahren sind wir hier dran. Aber ja, gut, auch 2 Kinder gekriegt in der Zeit und auch ja, nicht jeden Tag hier gearbeitet, ne? Also ich habe ja, glaube ich, mal ein halbes Jahr lang nicht einen Handschlag gemacht auf der Baustelle. Ja, also von daher kann ich mich da jetzt auch nicht so beschweren. Ja, okay. Wie immer, ne, ich bin gespannt auf eure Fragen. Ihr könnt alles wieder in die Kommentare reinhauen. Auch wenn ihr irgendwie ein anderes Thema hier wissen wollt, dann mache ich dazu gerne nochmal kurzfristig ein Video. Und ja, klar, wenn ihr das Ganze hier unterstützen wollt, dann immer mit einem Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal.